Herr Präsident, liebe KollegInnen, liebe BürgerInnen! Die Streichung des § 219a ist längst überfällig. Wer anders als die Schwangeren sollte entscheiden, ob sie ein Kind austragen möchten oder können? Wer anders als Frauen sollte darüber entscheiden, wann und in welchen Abständen sie Kinder bekommen? Und wer anders als MedizinerInnen sollte diesen Frauen beistehen und sie über einen Abbruch informieren? Es geht um fundamentale, es geht um existenzielle Fragen, um das Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung, um das Recht von Frauen, über ihren Körper zu entscheiden. Und selbstverständlich ist auch das Recht des Kindes auf Leben ein Menschenrecht. Spielen wir doch beide Rechte nicht gegeneinander aus. Alle Statistiken zeigen, es ist die gute Beratung, die Frauen Mut macht für ein Leben mit einem Kind. Und nicht die Androhung von Strafe und erst recht nicht die Aktionen von Abtreibungsgegnern, die schwangere Frauen vor Beratungsstellen belästigen und zu Kriminellen erklären. Das sogenannte Werbeverbot untergräbt das Recht von Frauen auf körperliche Selbstbestimmung und ihr Recht, sich über Abtreibung zu informieren. Und es ist schlicht zynisch, dass ÄrztInnen dafür Strafverfolgung fürchten müssen, meine Damen und Herren. Es ist gut, dass wir den § 219a nun aufheben. Frauen, aber unsere ganze Gesellschaft, brauchen rechtssichere Lösungen für alle Lebenswirklichkeiten. Und als Bundesfamilienministerin freue ich mich riesig über den Erfolg der frühen Hilfen, die Bundesstiftung Mutter und Kind oder auch unsere Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung vor ungewollter Kinderlosigkeit. Reproduktive Rechte sind leider nicht selbstverständlich. Sie geraten immer wieder unter Druck. Das zeigt jetzt auch der Entwurf des US Supreme Courts. Und auch in europäischen Nachbarländern deuten sich geschlechtspolitische Rollbacks an. Der Fraktion rechts von uns allen scheint das zu gefallen, wie wir gerade hören konnten. Dieses Gesetz und die Debatte heute haben eine wichtige Signalwirkung. Diese Bundesregierung steht an der Seite der Frauen und zu ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und deshalb wollen wir auch einen zweiten Schritt gehen und die Regelungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des StGB treffen. Um diese hochkomplexen juristischen Fragen zu klären, setzen wir eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung ein. So wie sich Frauen auf medizinische Leistungen verlassen dürfen, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, sollen sie künftig auf medizinische Leistungen vertrauen können, wenn sie sich gegen ein Kind entscheiden. Der Schwangerschaftsabbruch gehört einfach nicht ins Strafrecht, meine Damen und Herren. Ich bin sicher, gemeinsam mit ExpertInnen und meinen Kollegen vom Bundesjustizministerium und vom Bundesgesundheitsministerium werden wir gute Antworten finden. Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung. Ganz herzlichen Dank.